Früher war das nördlich von München gelegene Erdinger Moos eine recht extensiv genutzte Kulturlandschaft. Das feuchte Gebiet war unwegsam und bot dem Niederwild mit seinem reichen Nahrungsangebot ideale Lebensräume. Für die Fertigstellung des neuen Münchner Flughafens wurden breite Teile dieses Landstriches trockengelegt. Das zerstörte unweigerlich großflächige Lebensräume für Wildtiere. Mitten in diesem Gebiet hat die Familie Lobemeyer seit vielen Jahren ein Gemeinschaftsrevier von 1300 Hektar gepachtet. Durch intensive Hegemaßnahmen haben sich die Besetze derart erholt, dass wieder Treibjagden mit über 30 Flinten und guten Resultaten durchgeführt werden können. Ansässig sind die Lobemeyers in der Ortschaft Notzing. Hier betreiben sie eine Metzgerei. Wir fahren jetzt ins Revier hinaus, treffen uns mit den ganzen Treiber und Jagdfreunden und dann machen wir einige Standtreiben, einige Kesseltreiben und einige Streifen. Wir jagen auf Hasen, Fasan und Raubwild und alles, was auf Treibjagden erlaubt ist, zum Schießen. Wir jagen nicht aus Spaß am Töten, sondern wir jagen zum Beute machen, damit wir das Wild zum Verzehr verwerten können und wir verkaufen das zu 90% in unserem Geschäft und der Rest wird dann an Wirte weiterverkauft. Beute machen, also den Überschuss zu ernten, ist das Motto der Gesellschaftsjagden in Lobemeyers Revier. Trotzdem oder gerade deshalb ist der Umgang mit der Kreatur besonders respektvoll. Die eingeladenen Jäger müssen gute Flintenschützen sein und Fehl- oder Krankschüsse werden am Abend beim traditionellen Schüsseltreiben mit Geldbußen geahndet. Mit diesen Einnahmen werden die ortsansässigen Treiber für ihre Hilfe entlohnt. Ich möchte euch recht herzlich begrüßen. Wir starten heute wieder einen Versuch, einiges Wild zu erlegen. Geschossen darf werden, alles was laut Jahresjagd schon auf Treibjagden erlaubt ist. Außer Fasan hinein. Dann wünsche ich allen, dass ein schöner Jagdtag, dass nichts passiert und weib wir uns heil. Während die Jäger warten, ziehen die Treiber schon los, um den extra für das Niederwild stehengelassenen Mais abzustellen. Ein Abkommen, das Erich Lobemeyer mit den Jagdgenossen, also den Landwirten, getroffen hat, um dem Wild Deckung zu bieten. Dann sind die Jäger an der Reihe und stellen das Feld ab. Auf das Signal »Langsam treiben« ziehen die Treiber los. Ein kranker Infanterist versucht, sich in Deckung zu bringen. Zum Glück spürt ihn Hannes, ein Deutsch-Strata-Rüde, auf und apportiert ihn gehorsam. Jedem Treiben wird Zwischenstrecke gelegt. Hier sind es 9 Fasanen und ein Hase. Bis zur Mittagspause werden bestimmt einige Kreaturen hinzugekommen sein.
Doch dafür müssen noch ein paar Treiben durchgeführt werden. Für die Mittagsrast hat Erich Lobemeyer extra Tische und Bänke im Revier aufstellen lassen. Auch der Wildwagen kommt mit seiner Fracht zum Sammelpunkt. Bis jetzt ist das Resultat beachtlich. Die Mittagspause ist den Jägern eine willkommene Gelegenheit, ihre Erlebnisse bei einer wärmenden Suppe zum Besten zu geben. Also wir haben jetzt die Hälfte von dem Gelände bejagt, ungefähr, was wir bejagen möchten. Und von der Strecke her haben wir, hoffe ich, weniger wird Hälfte, dass wir noch mehr zusammenbringen. Und was dann rauskommt, das sehen wir dann zum Schluss. Gestärkt gehen die Jäger das nächste Treiben an. Wer würde bei diesem Winterwetter, dem blauen Himmel, Schnee und Minusgraden nicht gern dabei sein? Ein äußerst erfolgreiches Treiben. Wild und Wildwagen werden vom Landwirt Georg Ippisch versorgt. Während sich die Jäger zum letzten Treiben aufmachen, fährt er zum Streckenplatz und beginnt bereits mit dem Legen der Strecke. Wir haben bis jetzt 100 Hasen. Es stehen noch 2 Bögen aus. Es werden noch bestimmt 10 bis 20 dazukommen. Und 75 Fasangockel. Da werden wir auch noch 10 oder 20 dazukriegen. Dann werde ich die Strecke insgesamt so circa auf 200 Stück hochrechnen. Und wir haben einen guten Jäger da, der die Jagd gepachtet hat. Der tut recht viel für seine Jagd. Der tut viel hegen und pflegen. Hab viel Wildecker, machen wir auch mir auch zum Teil. Die Landwirte helfen mit. Und also Jagd wird es nicht leicht geben in Bayern, wo so viel Wild ist wie bei uns im Erdinger Moos. Vor der glutroten Sonne wird das letzte Treiben abgestellt. In der Zwischenzeit prasselt bereits das Feuer und warmer Glühwein wartet auf die Jäger. Jetzt haben wir eine Strecke gelegt, also die Erwartungen, glaube ich, haben sie erfüllt, was wir Mittag gemeint haben. Wir haben jetzt ca. 190 Stück Wild erlegt. Ist verhältnismäßig gut, es ist auch gut geschossen worden, diszipliniert geärgert worden. Und es ist auch so, wir machen im Jahr ungefähr, je nach Wildvorkommen, 4 Treibjagden. Und da schießt man 500, 600 Stück Hasen und Fasan. Wir jagen aber keinen Fleck zweimal. Da wird einmal gejagt und dann ist das ganze Jahr Ruhe. Es ist alles gut umgegangen, es ist nichts passiert.